Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Motorsport, zum Grande Finale der Premium-Leistung Meisterschaft in Suzuka. Naja, fast das Finale, wir haben ein Rennen. Danach noch, wir fahren natürlich wieder unseren wunderschönen Porsche 992 Carrera S, an dem wir jetzt noch mal ein paar Sachen ändern können. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, Rennbremsen müssen wir auf jeden Fall verbauen. Ich bin tatsächlich fast der Meinung, dass bei ihm Ballast gar nicht so eine schlechte Sache wäre, um die Gewichtsverteilung einfach in die richtige Richtung zu drücken. Die Frage ist jetzt, ob sich das insgesamt wirklich so positiv äußert. Ich würde tatsächlich einfach mal jetzt diese 36 Kilo Ballast mitnehmen. Weil ich glaube, die Verteilung ein bisschen mehr nach vorne zu legen, würde ihm ganz gut tun. Also das erste Mal jetzt hier, dass wir Ballast verbauen. In Forza Motorsport. Bin ich mal gespannt. 150 haben wir noch, das heißt, wir geben ihm vielleicht noch mal ein bisschen mehr von der Power zurück. Haben wir irgendwas, was sich mehr lohnt? Nein, haben wir nicht. Genau, und dann können wir damit ganz gut arbeiten. Eventuell Antriebswelle noch für 50 Punkte. Ja, das geht. Alright, wir haben noch eine Frontschutzange freigeschalten. Sieht traumhaft schön aus. Dann machen wir das so. Und sind mal gespannt, wie der Wagen sich jetzt fährt. Ich glaube, Ballast könnte echt ein Gamechanger sein für manche Fahrzeuge. Gerade für Fahrzeuge, die eine Balance haben, die für den Arsch ist. Einfach wie so ein Porsche. Bin ich mal extrem gespannt. Suzuka ist eine der anspruchsvollsten Strecken der Welt. Mit spürbaren Höhenunterschieden. Ja, richtig. Geraden und so gut wie jedem Kurventyp, den es gibt. Eine Strecke, auf der es entscheidend ist, die Geschwindigkeit hoch und konstant zu halten. Haben sie recht, haben sie recht. Ja, machen wir einfach mal so. Alright, und dann noch Reifen ändern. 4 Runden fahren wir insgesamt. Nur Suzuka sind wir schon gefahren. Mit was sind wir Suzuka gefahren? Das waren nicht die Hatchbacks. War das nicht die Sportwagen? Bin ich da nicht mit dem... Ja, klar, mit dem Nissan Z sind wir hier drüber gefahren. Ich erinnere mich. I remember. So. Bin ich jetzt mal gespannt. 2 Minuten 16 müssen wir schaffen. Kriegen wir hoffentlich hin. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Kilometerzähler nicht richtig funktioniert. Oder warte mal. Ich habe meine Brille gerade nicht auf. Ich müsste die mal kurz aufziehen, weil da ist noch eine weitere Zahl. Vielleicht sind die Kilometer auch getrennt beim 911er. Dass du einmal den maximalen Kilometerstand hast, also insgesamt und einmal für die Session oder so vielleicht. Ja, doch, könnte sein. Könnte sein, dass wir insgesamt schon 146 Kilometer mit dem gefahren sind. Kommt das hin? Ja, doch, könnte. Könnte hinkommen. Und einfach nur in der Session jetzt hier ein bisschen weniger. Suzuka wird, glaube ich, von der Reifenmischung, die wir letztes Mal verbaut haben, von den Sportreifen sehr profitieren. Gerade im ersten Sektor. Oh Gott. Auch hier die Rennbremsen. Ja, das fühlt sich sehr viel besser an. Wir hatten ja relativ häufig ansonsten auf dem äußeren Rad locker, wenn wir eine Kurve reingebremst haben. Das haben wir jetzt nicht mehr. Sehr gut. Also Rennbremsen sorgen nicht nur für einen schöneren Bremsweg, sondern auch dafür, dass man allgemein angenehmer bremsen kann. Good to know. Ist noch in Horizon, glaube ich, nicht der Fall. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher.
Oh ja, die Zeit werden wir nicht schlagen. Da habe ich zu viele wieder gemacht, unter anderem hier jetzt. Ich merke an Suzuka so ein Problem. Ich bin da zu sehr noch bei den Formel 1 Autos. Gerade in der letzten Schikane merke ich einfach, dass ich viel zu spät einlenke. Wir schaffen die Zeit trotzdem easy. Holy shit. Nee, ich lenke viel zu spät ein, weil ich einfach ein Formel 1 Auto dadurch gewohnt bin. Ich fahre das halt. Also Suzuka fahre ich ja zum Großteil in F1-23. Und dementsprechend ist es halt auch so. So, 911er lenkt halt nicht so ein wie ein Formel 1 Auto, ich weiß, schockierend. Aber genau deswegen ist es dann schwierig für mich da, mich umzugewöhnen. Das dauert ein, zwei Runden immer. Immer kriege ich es hin, mit dem Nissan Z haben wir es ja auch geschafft. Aber ein bisschen dauert es halt schon. Das ist so ein Quatsch, dass die KI hier im Training mitfährt. Also ja, es belebt die Strecke ein bisschen, aber die KI sollte halt zumindest so fahren, dass man als Spieler da nicht aufholt drauf. Einfach, dass wenn du rausfährst, du einfach eine Lücke hast, nach vorne 10 Sekunden auf eine KI, hinten 10 Sekunden auf eine KI. Das würde ja schon reichen. Das wird schon, dass ich die Wiese außen mitnehme. Ich möchte jetzt nochmal die letzte Schikane eben fahren. Ah, ja, ist Bruno nochmal schöner raus beschleunigt. Nice. Ich meine, gut, die Runde wäre auch besser, wenn wir nicht den Porsche da im Weg gehabt hätten. Einfach gegenlenken. Also nach links rüber, meine ich. Ich schätze mal, dass wir 2 Zehntel gebracht haben. Vorher war das der, ja, 2,5 sogar. Vorher war das der 4 Zehntel plus. 3 sogar, weil ich mir Schwung mitgenommen habe auf die Geraden. Okay. Dann haben wir es jetzt drin. Und können hier jetzt mal geschmeidig ins Rennen reingehen. Wir gucken uns vorher natürlich die Zeiten der KI an. Ah, ich bin noch auf 7, okay. Wie sieht jetzt? 14,3, okay, dann würde ich sagen. Ja, ich starte von P7. Das passt. Ich habe gesagt, ungefähr da, wo ich mich in der Quali hinstellen würde und dann 3 Positionen dahinter. Ich glaube, das macht es ganz spannend. Zumal den insane Druck haben wir in der Meisterschaft jetzt eh nicht mehr, weil wir haben 15 Punkte Vorsprung auf 2 Rennen. Also wenn wir P3 landen in beiden Rennen, reicht das immer noch. Glaube ich zumindest. Ich hoffe, ich kriege die TVRs vor Kurve 1. Aber die sind halt stark auf der Geraden. Ah, ist nur einer vorne da, okay. Genau vor mir. Ja, da will ich keine Position gut machen. Vielleicht round der Outside in Turn 1 gegen den Carrera innen. Oh! Mittendrin statt nur dabei. Sag mal, Leute. Sehr schön. P3. Da ist aber eine Lücke aufgemacht, wo ich durch konnte. Also das war der rote Teppich. Die Lotus müssen wir doch beide auf der langen Geraden eigentlich holen können. Oder? Okay, hierdurch bin ich sehr viel schneller. Die Frage, ob die vielleicht ein bisschen mehr Power jetzt verbaut haben sogar.
Rennen auf der Gran immer noch schneller, definitiv. Aber nicht mehr so krass wie in Virginia damals. Oh, er steigt hier auf die Bremse. Down the... Willst du mich verarschen? Also das war nicht mal, dass er mich übersehen hat. Das war einfach bewusst in mich reingelenkt. So früh denkst du nicht fürs Boon. Okay, wildes Ding. Wild und kriminell vom Carrera. Vom Lotus. Ja, vom Carrera auch. War ein wilder Move. Ich bin mir relativ sicher, dass der Lotus durch den ersten Sektor sehr wegziehen wird. Deswegen muss ich schauen, dass ich ihn jetzt hier ein bisschen ransaug. Boah, aber Schatz, die mache ich gar nicht so viel gut. Krass. Ja, da merkt man einfach, wie schön der Lotus liegt. Aber ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass wir das Mehrgewicht vorne auch gut merken, was ich jetzt durch die Ballast, durch den Ballast drin habe. Also der Wagen schiebt nicht mehr so insane nach vorne beim Beschleunigen. Und ich habe jetzt nichts irgendwie anders am Glück gemacht tatsächlich. Ja, das ist nice auf jeden Fall. Sehr nice. Oh Gott. Leichter Slide. Okay, jetzt durch Spoon eventuell einfach rankommen wieder. Und dann entweder vor 130R schon oder in 130R vorbei. Ja, wahrscheinlich eher in. Damit, dass ich so viel Zeit gut mache. Ey. Du bist ein Lotus. Du kannst schnell um die Kurven rumfahren. Na, okay. Da hat er jetzt am Apex einfach geparkt. Kann er machen, wenn er will. Ja, fahr mal raus. Fahr du mal raus. Das war regelkonform von ihm da, sich am Apex hinzustellen und einfach die Handbremse zu ziehen. Kann er machen, ist nicht die schönste Methode. Aber klar, wenn er natürlich den Switchback, den ich machen wollte. Also durchaus, wie gesagt, alles legitim, was er gemacht hat. Sehr intelligent sogar, muss man sagen. Ich habe nur von der KI nicht damit gerechnet, dass die sowas machen würde. Aber ich glaube auch, wenn ich sehe, wie er danach Off-Track gefahren ist, glaube ich, war das nicht so ganz kalkuliert und geplant. Kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Aber ja, ich habe einen großen Vorteil dadurch, dass die Force Boo nochmal voll auf die Bremse steigen, weil sie einfach eine falsche Linie fahren. Das hilft mir extrem. Weil es ist locker eine halbe Sekunde, die damit verlieren. Wenn nicht sogar noch mehr. Na schön. Ja, eigentlich sollte das ein Win werden hier jetzt. Oh, der Sonnenuntergang ist schön. Ja, gerade die Lichteffekte und so machen sehr viel her an dem Spiel, finde ich. Es ist einfach schön. Kann man nicht anders sagen, es ist einfach ein schönes Spiel.
Nicht zu weit raus. Nice. Das wird nochmal eine Bestzeit, einfach weil ich jetzt hier nicht aufgehalten wurde. Ja. Eventuell sogar eine 2.13. Ja, zumindest knapp dran. Ich glaube, nach dem Rennen sind wir relativ... Oh Gott. Ja, alles gut, bis wir Schwung mitnehmen. Gesamtzeitstrafe beträgt etwa eine Sekunde. Ich denke tatsächlich, nach dem Rennen werden wir die Meisterschaft relativ safe haben. Klar, das auf P2 wird der Lotus auf P2 gerade sein. Also das, was im Rennen gerade auf P2 ist, wird der in der Meisterschaft auf P2 sein. Das heißt, ich mache trotzdem nur 3 Punkte auf ihn gut, aber das sind dann trotzdem 18, die ich Vorsprung habe. Das reicht, glaube ich, für ein Rennen. Darf ich jetzt aber natürlich dann nicht verlieren. Jetzt habe ich ja 7/10 Strafe. Relativ unnötig. Ich hole mir die Strafe echt zum Großteil, wenn ich auf P1 schon liege. Aber das sind gerade schon so 2 Sekunden Vorsprung, die ich habe. Und auf der Geraden bin ich eh schneller. Deswegen, eigentlich sollten wir es haben. In der Theorie, in der Praxis wissen wir nicht. Auch wenn das so dunkel ist gerade und wir ohne Scheinwerfer fahren. Insane viel sieht man jetzt nicht, finde ich. Das wird nochmal eine Bestzeit. Ich habe die Schikane viel besser genommen. Ah, komm. Habe ich mehr Schwung? 14.44. Yes. Nochmal ein paar Hundertstel geholt. Nice. Gute Arbeit heute. P1. Oh, wow. Das war gar nicht mal der auf P2, der Lotus hinter mir. 22 Punkte. Ja, das schaffen wir, glaube ich. So, komm, jetzt Le Mans. Gerade Finale auf Le Mans. Ich seh's. Okay, Spa. Spa ist auch okay. Ein Nachtrennen, wenn ich es richtig sehe. Interessant. Dann nehmen wir hier mal ein Thumbnail raus aus dem Rennen. Zu dunkel sollte es nämlich nie. Nevermind. Dann nicht. Dann nicht. Okay, Weight Reduction. Ja, sorgt auch nochmal für eine bessere Gewichtsverteilung natürlich. Auch noch 350 Punkte. Ich glaube, ein bisschen mehr Power will ich ihm trotzdem jetzt geben. Bobos, nein. Genau. Weil wir sind in Spa einfach. Wait, Moment, wir haben noch 50 Punkte. Wir sind in Spa, da brauchen wir Leistung, definitiv. Okay, das ist natürlich ein großer Sprung. Mehr Power, weniger Gewicht. Hoffen wir, es funktioniert. Aber eigentlich, wie gesagt, gerade in Spa müsste das klappen. Es gibt zahlreiche Kiesfallen, wie bei den meisten Strecken. Aber der Unterschied ist, dass sie hier groß, tief und meistens feucht sind. Das Rennen kann also schnell beendet sein, ohne Rückfahrkarte. Und das wollen wir wirklich nicht. Warum? Ist es nicht der Plan, die Rennen früh zu beenden? Habe ich irgendwas falsch verstanden, glaube ich. 2.32 müssen wir schaffen. Ich glaube fast, dass mir hier eine Runde sogar reichen wird. Vielleicht jetzt nicht von der Zeit, aber... Rein vom Fahren her, ich kenn's Spa halt. Also...
Ich sehe jetzt nicht, wo es da mit dem Porsche große Probleme geben wird. Vielleicht Bouron, aber selbst da mittlerweile. So wie der getuned ist, sollte das passen. Jawohl! Okay. Das war ein bisschen zu viel Power. Beziehungsweise nicht zu viel Power, sondern ein bisschen zu viel Gas. Bin zu früh am Gas. Aus so einer Engkurve raus. Ich verstehe, warum sich alle traditionell auf die Schwierigkeit der Eau Rouge konzentrieren. Aber ich finde es schön, dass die Untertitel halt absolut gar nicht zu dem passen, was gesprochen wird. Das ist echt super. Ja, okay, Heckmotor hin oder her. Ein bisschen aufpassen muss ich jetzt beim Beschleunigen. Mit dem Leistungsgewicht auf die Hinterachse. Okay, ja, der Kilometerzähler passt tatsächlich. Der gute Tachozähler. Aber ich bin ehrlich, ich hätte echt ein Finale jetzt in Le Mans gefühlt, so 2-3 Runden. Zum Abschluss der Modern Tour. Da bin ich jetzt nochmal gespannt, ob wir da dann. Wobei, die Belohnung wird der Schaurin sein, schätze ich mal. Ja, vielleicht kriegen wir noch irgendwie ein Auto, wenn wir alle Modern Tour Sachen abgeschlossen haben auf P1. Geheimes Auto. Doch ein Ferrari GT3. Das ist halt immer noch für mich die größte Kriminalität, dass wir weder von Ferrari, noch von Lamborghini, noch von McLaren, noch von AMG einen modernen GT3 Wagen haben. Oder überhaupt einen GT3 Wagen von den vier Marken sogar. Moderne GT3-Wagen haben wir ja keinen einzigen. Ja, das war schön. So, Bouron jetzt hier die Kurve, die dem Porsche wahrscheinlich am meisten Probleme macht. Aber selbst da mittlerweile kommt er geschmeidig rum. Klar, immer noch am Untersteuern ein bisschen. Das kriegst du auch nicht weg. Aber das ist crazy, wie viel angenehmer das fährt. Und ich glaube halt wirklich, man sieht das sogar im Video. Wenn man sich das von Rennen zu Rennen anschaut. Einfach die Struggles, die man am Anfang mit dem Auto hat und dann am Ende, dass sie sich wirklich gut fährt. Es ist halt wirklich einfach nur schade, dass durch dieses Tuning-System, gerade durch dieses Tuning-System, die Autos sich halt so ähnlich fahren. Oder nicht ähnlich fahren, sondern dass du halt ähnliche Aufbauten machst. Ähnlich fahren tun sie sich nicht. Das war falsch ausgedrückt. Aber was ich halt meinte, du machst halt immer die gleichen Fortschritte. Du machst immer halt zuerst sowas wie Stabis und Reifen. Du machst danach vielleicht irgendwann mal ein bisschen Power. Farbig machst du eigentlich instant auch immer, wenn du es freigeschalten hast. Das meine ich ja, das ist sehr schade. Tagezeit schaffen wir nicht, aber ja, ich sag einfach mal, wir kriegen Belgien hin. Wie gesagt, wir müssen jetzt ja eh nicht gewinnen, von daher alles fein. So, wo stehen wir? Mit unserer 33.2. Topzeit wahrscheinlich von dem TBA. 29.8. Nein, tatsächlich nicht. Okay, dann starten wir jetzt trotzdem auf P7, auch wenn das gegen meine Regel spricht. Eigentlich müssen wir jetzt von P4 starten. Wie seid ihr? Komm, wir starten von... Drauf geschissen, komm. Jetzt können wir es mal machen. Wir haben die Meisterschaft eh schon gewonnen, da können wir auch mal von ganz hinten starten und gucken, was passiert. Wie weit wir nach vorne kommen. Wie gesagt, wenn wir eh schon die Meisterschaft quasi gewonnen haben, dann müssen wir da jetzt nicht... Die ganze Zeit vorne wegfahren. So, ich bin hinten bei Bentley. Die mit ihrem Allrad und ihrer Power hier jetzt natürlich erstmal einen Vorteil haben. Ich kann mich an ein paar auf jeden Fall vorbeisneaken hier. Hey! Da war ich.
Die 8 dürften eigentlich auf der Geraden relativ keine Chance haben. Ja, ist das wild hier, Leute, Leute. Sandwich. Komm, Ferrari holen wir jetzt auf der Karte und dann haben wir erstmal kurz freie Fahrt und können die Reifen aufwärmen. Meine Reifen vorne sind gerade kalt geworden, tatsächlich. Auch wild. Dachte ich mir, dass sich da zum Glück auftut. Sind da schon mal in den Top 10? Einer? Entschuldigung. Oh, hat sich einer gedreht im No-Name Corner. Noch ein Freebie, sind damit auf P7, P6 jetzt, weil der Ferrari einfach ausbeschleunigt wird von uns. Das ist meine Opening Lap hier, ich sag's euch. Einfach Kimi Räikkönen, Portimao 2020. Also auf jeden Fall, Podium könnte es doch werden. Für den Win sind die, glaube ich, zu weit weg vorne. Oh, Freebie. Nehmen wir mit. Am Apex auf die Bremse steigen. Ich glaube auch. Okay, damit auf P4. P3. In Sichtreichweite. Je nachdem, wie er die letzten Kurven nimmt. Können wir in der Schikane was holen. Ja komm, der Win ist drin. Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier in einer Runde von 24 auf 3 vorfahren und ich sehe die ersten beiden noch. Da muss ich jetzt einfach nur alles geben, aber das schaffen wir. Let's go. Okay, ich sehe teilweise ein paar Texturenfehler. Die Frage ist halt echt, kommt der One-Patch oder nicht? Und wenn ja, was behebt der, ob der solche Sachen dann noch fixt? 19 Strafen davon, okay. Wie gesagt, gerade in der Beleuchtung, wenn man sich Barrieren anschaut, gibt es so ein paar Sachen, die ab und zu nicht passen. Wenn du aus den 1 rauskommst, einfach so ein paar Barrieren, die falsch geladen werden. Als Beispiel. Das sind so visuelle Sachen, die mich jetzt nicht extrem stören tatsächlich. Klar, es ist super unschön. Aber es ist nicht so 10 von 10 schlimm, wie es manche vielleicht darstellen werden. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen weirder tatsächlich. Wenn ich den Asphalt gar nicht mehr sehe. Hallo. Mal das Licht an. Schwierig. Okay, wir fahren blind. Let's go, schaffen wir. Der Asphalt ist aber weg. Vielleicht kommt er bald wieder. Gucken wir mal. Wer braucht schon... Ganz ehrlich, wer muss schon Sachen sehen, um schnell zu fahren? Sind wir doch mal ehrlich. Ich sehe die Track Limits noch, das reicht mir. Eieiei, okay, das schon. Ziemlich wild. Kann ich... Nee, bei der Rückblende wird das wahrscheinlich nicht gefixt werden, oder? Nee.
Kamerawechsel. Auch nicht. Ah! Asphalt ist wieder da. Alles aus ist, da fühlt sich glatt. Was passiert hier gerade? Egal, so rum ist mir lieber, wenn ich die Strecke sehe. So rum ist es mir auf jeden Fall lieber. Ja, 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 doch. Ja, ich sehe. Okay, keine Ahnung, was das ist. Aber das ist auch eine Sache, das könnte Grafikkartentreiber sein, der vielleicht gerade ein bisschen spielt. Das muss nicht unbedingt das Spiel sein. Das könnte wirklich der Grafikkartentreiber sein auch. By the way, knapp nach der Halbzeit vom Rennen von 24 auf 1 vorgefahren, auf der höchsten KI-Stufe. Kein Problem, der Porsche macht's. So, ich glaube hier jetzt gleich haben wir den Asphalt verloren in der vorherigen Runde. Ja, okay, diesmal bleibt er bestehen. Immerhin. Nope, never mind. Weg ist er. Okay, und jetzt sehe ich halt nicht mehr eine KI vor mir. Jetzt muss ich wirklich ein bisschen nach Map fahren, ein bisschen nach Ideallinie. Und zumindest leicht werden die Track Limits aus noch angezeigt von den Scheinwerfern. Das ist halt anstrengend. Das ist einfach nur eine Special-Aufgabe. Krieg gleich ein Achievement für. Fahre es bar, während du die Strecke halb nicht siehst. Ich sage euch. Das sind die Curbs, auf denen ich gerade war. Ja, kann ich auch nichts für. Sieh die Strecke nicht. Gesamtzeitstrafe beträgt etwa 1,5 Sekunden. Das ist einfach nur gemein hier gerade. Das ist alles. Das ist nur gemein. War zu früh. Also nicht so weit. Ich will nicht die ganze Strecke nochmal fahren. Ey, da verstehe ich auch wirklich nicht, wie das sein kann. Dass, wie gesagt, jedes Rennen spreche ich das mittlerweile hin. Dass du die Rückblende so machen kannst, wie du willst. Forza nicht. Ich verstehe nicht, was da das große Problem ist, tatsächlich. Okay, ich, ganz ehrlich, ich muss jetzt mal in den Fahrhilfen die Ideallinie voll anmachen. Ich kann das nicht anders fahren. Es funktioniert einfach nicht. Jetzt hier am Anfang sehe ich die Strecke, ja, aber dann fängt er an vor noch dem Corner an, dass das. Dass ich sie gar nicht mehr sehe. Würde ich sagen, solange das jetzt nicht nochmal passiert, meinetwegen, aber ich werde gleich auf jeden Fall mal gucken, vielleicht einen Grafikkartentreiber neu zu installieren. Vielleicht behebt es das dann. Schauen wir mal. So, jetzt wird wieder wild gleich. Da war der Fahrzeugstufe 26. Ich glaube, das ist das höchste jetzt bisher. Was wir in der Meisterschaft freigeschalten haben. Ich glaube, 25 war vorher der Nissan. Okay, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir folgen jetzt Ideallinie. Hey, wenn dir das in der Online-Rennen passiert, ne, dann bist du auch am Arsch. So ziemlich. Aber ich habe hierfür geübt mit Lena zusammen Blind Lab. Und jetzt sehe ich ja sogar noch die Ideallinie, also das kriegen wir hin. Ich setze zwar gerade keine Bestzeit überraschenderweise.
Aber wir gewinnen das Rennen trotzdem. Warte mal, mein Auge juckt gerade, tut mir leid. Muss ich kurz tatsächlich ins Pausenmenü. Ja, was soll man sagen? Sie haben alles probiert. Bin von ganz hinten gestartet. Mir wurde die Strecke weggenommen. Am Ende wird es halt trotzdem ein Win, ja? Also, kann ich halt auch nichts für. So ein Ding ist das nämlich. Holy shit, was ein Rennen. Das war wild. Gut gefahren. Wir sind. Das war sehr wild. Ah. Okay, wir haben jetzt tatsächlich einen Ford GT gewonnen. Alle Serien der Modern Tour abschließen. Open Class nochmal freigeschalten. Ja gut, und noch ein paar Tuning-Teile. Also wait, wir haben jetzt wirklich den Ford GT einfach gewonnen. Ich muss nicht das Schaurennen machen, um den zu gewinnen. Le Mans? Le Mans? Le Mans? Warte mal. Ja, Tatsache. Da ist er. Ich würde mir jetzt gerne mal angucken. Ja, das ist vom Design her die Heritage Edition safe. Auch mit den grauen Felgen. Okay, nice. Sehr cool. Ich finde es ein bisschen weird hier im. In der Showmesse. Also im Forza Vista-Modus sieht der Lack irgendwie immer matt aus. Das ist ein bisschen weird. Okay, dann werden wir nächstes Mal mit ihm hier das Schaurennen fahren. Und ich weiß nicht, werden wir nächstes Mal dann auch in die nächste Meisterschaft reingehen? Das sind nur 5 Rennen. Ja, okay, dann machen wir nächstes Mal das Schaurennen. Und werden in die Enthusiastentour einsteigen und damit mal ein bisschen klassischer unterwegs sein. Bin ich sehr gespannt auf jeden Fall, was wir da dann alles so fahren werden. Sieht mir nach alten Tourenwagen aus. Könnte sehr geil werden. Da würde ich sagen, wäre es das dann mit dieser Ausgabe gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!